Moin Leute, ich grüße euch zu diesem Video und das ist leider wirklich ein sehr, sehr trauriges Video, denn es zeigt mal wieder auf, was für ein Schwachsinn in Deutschland mal wieder gemacht wird, was hier geplant wird. Und es geht im Speziellen darum, dass der sogenannte Umweltrat der Bundesregierung nämlich hier fordert, Pkw-Maut einzuführen, deutschlandweit, und auch noch deutliche Mehrkosten. Es soll einfach schlussendlich, und so heißt es wirklich, Zitat, dass das Auto unattraktiver gestaltet werden soll. Und da kommt mir wirklich alles bei hoch, weil warum gehe ich denn nicht hin und mache den Personennahverkehr deutlich günstiger, respektive vielleicht sogar kostenfrei, erhöhe die Taktrate, sprich, dass mehr Züge fahren, dass mehr Buslinien zum Beispiel installiert werden, dass überhaupt hier auf dem Lande mehr zur Verfügung steht von diesen Fahrten etc. pp. Da gibt es ja hunderttausende Möglichkeiten, um dieses ganze System attraktiver zu machen, sodass die Leute freiwillig von sich aus sagen, dann fahre ich jetzt nicht mit dem Auto. Aber nein, unsere Regierung möchte dort andere Wege gehen, die ihr jetzt empfohlen werden. So nämlich heißt es nämlich hier, es seien Maßnahmen unerlässlich, die eine individuelle Pkw-Nutzung unattraktiver machen. Unerlässlich. Leute, überlegt euch mal, was hier in diesem Lande passiert und einfach nur abgeht. Eine bundesweite Maut erzielt eine deutlich bessere Lenkungswirkung als eine City-Maut und verwendet einen Flickenteppich aus verschiedenen Regelungen in deutschen Städten. Und ihr glaubt doch nicht, also ich bin ja eigentlich dafür, dass wir eine Maut haben. Ja, spreche mich ganz klar aus. Denn dann würden wir alle Geld ausgeben für die Straßen. Aber das Problem dabei ist ja, das Geld würde ja nicht so genutzt für die Straßen. Das wissen wir durch andere Zahlungen, Mineralölsteuer, Kfz-Steuer und alles. Das wird ja fremdverwendet für andere Bereiche in diesem Land. Man sieht das ja, was wir für schlechte Straßenverhältnisse in Deutschland haben. Das ist ja einfach nur ein Armutszeugnis. Und das würde das Ganze ja nur befeuern. Auch sind natürlich Anwohner in Städten sehr stark Leidtragende. So sieht es ja aktuell aus. So ein Parkausweis kostet bundesweit zwischen 10,20 Euro bis 30,70 Euro pro Jahr. Wenn man den jetzt allerdings dann hier soweit beantragen möchte, so zum Beispiel auf Antrag des Landes Berlin, sollte es Kommunen nun nämlich erlaubt werden, den Preis für einen Anwohnerparkausweis auf bis zu 240 Euro zu erhöhen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Da wird ja nur wirklich Geld kassiert, 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 keine Leistung erbracht, nichts Tolles dafür gemacht und es ist einfach ein Armutszeugnis. Ich finde es einfach nur noch schrecklich, weil wir über so einen Schwachsinn hier diskutieren müssen, anstatt dass man mal wirklich lernt, der deutschen Dichter und Denker und auch Ingenieure und so weiter Ideen einfließen lässt, um das Ganze hier für alle noch ein bisschen attraktiver zu machen. Aber nein, Verbote, Verbote, Verbote. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten Video und ciao.